Wie könnt ihr mir so etwas auch mal erlauben? Oh, Verzeihung, wie könnte ich mir so etwas auch einmal erlauben? Birkenwälder, Ehrenfelder, aufgesparte Urlaubsgelder, Gott ist das Entzücken. Waldreviere, Gelsentiere, alte Butterbrot, Papiere, all dies nennt man Wiegen. Denn wer Sinn für die Natur hat, fühlst den Wandertrieb ab März. Also dachte auch der Emil, nahm sich Rucksack und Kaffeemühl und etwas fürs Herz. Seit der Emil die Marie kennt, seit sie ihn kennt, seit er sie kennt, feiern sie zusammen wie ein, sehr verliebt in Wald und Flur. Ungebräunt wie die Dschungusen, freuen sie sich schon auf Schmusen. Denn er schwärmt so für den Busen der Natur. Wandervögel, Kind und Kegel, Büchse, Flaschen, Scherbe, Nägel liegen rings am Boden. Liebesklage, Herzensfrage und dazu als Unterlage wasserdichter Loden. Denn es gilt bei Nacht im Freien kein Gesetz von Schmutz und Schund. Unaufhaltsam immer wieder hebt sich die Geburtenziffer. Und was ist der Grund? Seit der Emil die Marie kennt, seit sie ihn kennt, seit er sie kennt, feiern sie zusammen wie ein, sehr verliebt in Wald und Flur. Ungebräunt wie die Dschungusen, freuen sie sich schon auf Schmusen. Denn er schwärmt so für den Busen der Natur. Ungebräunt wie die Dschungusen, freuen sie sich schon auf Schmusen. Denn er schwärmt so für den Busen der Natur.